Hallo, also ich bin Katja, ich bin vom AK Nahost hier in Leipzig und ich bin sehr froh, dass ich hier sprechen kann. Vor allen Dingen, weil ich jetzt so vorgestellt wurde wie zwei Seiten einer Medaille und wir lassen mal beide sprechen. Und genau zu dem Diskurs möchte ich was sagen. Also ich habe eigentlich in den letzten Tagen vor allen Dingen Fußball geschaut und mir die Berichterstattung in dieser Zeit angeschaut. Und das ist nämlich genau die Berichterstattung der zwei Medaillen. Und ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Wir sind ja alle Weltmeister, wir Deutschen, hurra. Und in der Halbspielzeit war das einfach unerträglich, sich das so anzuschauen. Und deswegen stehe ich ja auch voller Wut. Und Empörung ist mir ein bisschen zu bürgerlich. Ich bin einfach nur scheiße sauer. Und ich werde mal was vorlesen dazu. Die große Nachricht, die dargestellt wurde in den Medien in der Halbspielzeit, als ganz Deutschland geschaut hat, war die Entführung der drei israelischen Jugendlichen. Während des Algerien-Deutschland-Spiels sahen wir ihre Gesichter und die Massen an israelischen Trauernden bei ihrer Beerdigung. Ein paar Tage später, während des Halbfinales gegen Brasilien am letzten Dienstag, wurden wir auf einen erneuten Gaza-Krieg eingestimmt. Die Bilder, die wir im ZDF-Heute-Journal sahen, zeigten Menschen in Tel Aviv, die sich hinter Autos vor Raketen, Schutz suchten hinter Autos und nebenbei auch ein paar Aufnahmen in Gaza. Seitdem hören wir viel von der Spirale der Gewalt, von der Gewalt auf beiden Seiten und vom Recht Israels, sich gegen Terrorismus zu verteidigen. Dabei ist die Befürchtung, die zuallererst ausgesprochen wird, die, dass Raketen der Hamas israelische Städte treffen könnten. Die Bilder, die seit gestern medial verbreitet wurden, sprechen allerdings eine andere Sprache. Man sieht entspannte Israelis in Campingstühlen an der Grenze sitzen und sich das Bombardement Gazas anschauen. So als würde es sich um ein Feuerwerk handeln. Es ist wie so ein Alternativprogramm zu der Scheiße, die wir sehen müssen. Israel schlägt nun zurück, so heißt es. So haben wir quasi gebetsmühlenartig. Sie schlagen zurück und die Menschen im Gazastreifen werden gewarnt vom Besatzer und gebeten, die Häuser zu verlassen. Das ist genau das, was jetzt täglich zu hören ist. Und man fühlt sich ja an die Zeit von 2009 erinnert. Da hieß es, Israel kämpfe nur gegen die Hamas und Zivilisten seien kein militärisches Ziel. Das Ergebnis waren damals 1500 Opfer, davon 930 Zivilisten. Es war also eine Lüge und das ist es auch heute. Gestern in der Halbspielzeit der Fußball-WM wurde die Zahl der bisherigen Getöteten genannt. Bei den palästinensischen Opfern folgte immer der Nachsatz nach palästinensischen Angaben. Was soll das eigentlich heißen? Ist es nur eine Quellenangabe? Wohl kaum. Sonst müsste man dies auch für die israelischen Opfer mitteilen. Es wird vielmehr Zweifel gesägt, ob diese Angaben tatsächlich stimmen. Aber die UN-Mission in den besetzten Gebieten nennt folgende Zahlen. Und die lese ich jetzt mal kurz vor. Seit dem Beginn der Militäroperation am 7. Juli 2014 bis zum 11. Juli 2014, also vor fünf Tagen, starben 114 Palästinenser, davon 88 Zivilisten, darunter 30 Kinder und 12 Frauen. Ich weiß, es ist jetzt so eine Gender-Scheiße, ich wiederhole das aber nur, was sie jetzt quasi von der UN sagten. Aber heute sind es über 170, ich habe heute früh gecheckt. Des Weiteren wurde durch israelische Angriffe 282 Häuser total zerstört, weitere 260 Häuser stark beschädigt. 3250 Menschen wurden vertrieben, sie kamen bei Nachbarn oder Verwandten unter. Weitere 360 Menschen kampieren in Schulen. Übrigens, beim letzten Gazakrieg wurden auch die Schulen der Vereinten Nationen bombardiert, also so sicher ist es da auch nicht. Nach Schätzungen einer palästinensischen Menschenrechtsorganisation wurden 75 bis 83 Häuser zerstört, die Mitglieder der bewaffneten palästinensischen Gruppen zugerechnet werden. Also auch hier fordern sie chirurgische Raketenangriffe, die wir derzeit in den Nachrichten präsentiert bekommen, vor allen Dingen zivile Opfer. Die gezielten Angriffe auf Fahrzeuge sind ebenso unzulässig. Unter anderem traf es ein Behördenfahrzeug im Einsatz. Ermordet wurden zwei Angestellte, drei Passanten wurden verletzt, darunter ein 9 Jahre altes Kind. Dieses starb an Verletzungen. Mehr als 1500 Kinder haben seit dem 7. Juli die Tötung oder Verletzung von Verwandten oder die Zerstörung ihrer Wohnhäuser miterlebt. Sie brauchen dringend psychologische Hilfe, würde man meinen, die gibt es aber nicht. Durch einen Luftangriff wurde die Wasserversorgung von Jabalia unterbrochen. 800 Menschen sind ohne Wasser. 19 öffentliche Schulen und 15 UNRWA-Schulen, also die von den Flüchtlingshilfswerken, sind stark beschädigt. Gewalt und Krieg beginnt aber nicht erst, wenn die Bomben fallen. Seit Jahrzehnten leiden die Palästinenser unter der Besatzungsmacht.
Eine Gewalt, die sich strukturell auf allen Gebieten der zivilen und wirtschaftlichen Infrastruktur manifestiert. Akzeptiert man jedoch die herrschaftskonforme, derzeit auf allen Kanälen wiederholte Erzählung vom Beginn der Gewaltspirale, die allein durch die Entführung der drei israelischen Jugendlichen ausgelöst wurde, so ist zunächst festzustellen, keine palästinensische Organisation hat sich bisher zu den Morden bekannt. Selbst wenn, rechtfertigt es keinen Krieg. Übrigens in der Zeit, als die Israelis nach diesen drei Leuten gesucht haben, es waren übrigens Siedler, also es waren Siedlerjugendliche, gab es unglaubliche Verfolgungsjagden in der Westbank. Also in meinem Dorf in Palästina wurde auch ein Kind gejagt und fast gekidnappt. Die Speerspitze dieser ganzen Gewaltakte ist die Ermordung eines 16-jährigen Jungs gewesen aus Jerusalem, der dazu gezwungen wurde, von israelischen Extremisten Benzin zu trinken und dann bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Das Gebiet also, das die drei israelischen Jugendlichen bewohnten, ist das Gebiet des Westjordanlandes. Und es ist ebenso wie der Gazastreifen 1967 von Israel erobert worden und seitdem auch systematisch israelisch besiedelt worden. Die Palästinenserinnen im Westjordanland und im Gazastreifen leben unter israelischer Besatzung und unterstehen real dem israelischen Militärrecht. Das heißt, leiden seit fast 50 Jahren unter der strukturellen Gewalt der Besatzungsmacht Israel. Wie sieht das konkret aus? Die israelischen Siedlungen im Westjordanland, die immer weiter gebaut werden, überziehen das Westjordanland strategisch so, dass weite Teile praktisch dem israelischen Staatsgebiet einverleibt wurden. Das Straßennetz, das diese Siedlungen miteinander verbindet und die von den palästinensischen Einheimischen nicht genutzt werden dürfen, trennen palästinensische Städte und Dörfer voneinander, sodass die palästinensische Bevölkerung nur militärisch abgegrenzte Inseln übrig haben, die dann immer kleiner und überfüllter werden. Also wenn ich in meiner Stadt in Palästina nach Ramallah möchte, kann ich nicht mehr direkt fahren. Ich muss 3 Checkpoints überqueren und muss eine Straße nehmen, die Siedlungsstraßen umgeht. Und das heißt, ich brauche für einen Weg, der früher eine Dreiviertelstunde gedauert hat, 3 Stunden. Und auf dem Weg habe ich auch lustige Begegnungen mit israelischen Soldaten und ihren Waffen. Während die Entführung dieser drei Israelis in den Medien für Furore sorgte, wird auch noch verschwiegen, dass laut der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem über 5000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen sitzen und gefoltert werden. Unter diesen Gefangenen sind viele Minderjährige. Aber eigentlich ist es schon falsch, von Gefangenen zu sprechen, denn es ist verharmlosend und schlicht falsch. Denn wenn man von einer Besatzungsmacht verschleppt wird und gefoltert wird, ist man kein Gefangener, sondern Entführter und Gekidnappter. Unsere Medien schauen hin, wenn drei israelische Jugendliche getötet werden, erzählen uns ihre persönlichen Geschichten. Wir hören ihre Mütter, im ZDF haben wir die Mutter ihre Charaktereigenschaften des Sohnes schildern und aufzählen. Wir sehen die Jugendlichen Tischtennis spielen in ihrer Siedlung. Seit dem Jahre 2000 sind 1384 palästinensische Jugendliche im Westjordanland und im Gazastreifen vom israelischen Militär getötet worden. Das ist ein von der israelischen Armee getöteter palästinensischer Jugendliche alle 3 bis 4 Tage. Ich habe noch keines von diesen Jugendlichen am ZDF Tischtennis spielen sehen. Also eindeutig, ein palästinensisches Leben ist nur wirklich nichts wert. Also wenn ich morgen umgebracht werde, ist es eigentlich völlig egal. Während wir in unseren Zeitungen und vor dem Fernseher mit einer medialen Darstellung konfrontiert werden, nach der es zu einer neuen Eskalation der auf beiden Seiten gekommen sei, sind seit dem Beginn der neuen Gaza-Offensive bereits, also ich kann jetzt verbessern, hier steht nämlich 114, gestern geschrieben worden, heute sind es 170 Menschen im Gazastreifen umgekommen. Gaza ist übrigens ein Freiluftgefängnis, man kommt da nicht raus, also man kann raus, wenn man eine andere Staatsbürgerschaft hat, ich habe noch eine deutsche Staatsbürgerschaft, ich kann also raus, aber wenn man keine hat, ist man da drin und man kann nicht raus. Das ist übrigens eines der dicht besiedelsten Gebiete der Welt. Was ganz wichtig ist für mich zu sagen ist, weil wir von 2 Medaillen sprechen, ist, dass das genau das ist, was falsch ist in der Berichterstattung, dass nicht irgendwie Israel und Palästina sich auf Augenhöhe begegnen, dass es ein Krieg ist. Es ist kein Krieg, wenn die eine Seite keine Armee hat. Wir sprechen von Besatzern und von Besetzten. Die palästinensischen Gebiete haben keine Armee, keine Marine und keine Freiheit. Israel ist eine Atommacht und hat eine der hochgerüstetsten Armeen der Welt. Und Israel hat auch ein klares Ziel vor Augen, nämlich die Einheit der Palästinenser zu schwächen. Und eigentlich, was jetzt schon die ganze Zeit passiert, auch seit dem Friedensabkommen von 93, die Siedlungen werden weitergebaut. Es geht also eigentlich darum, Palästina völlig zu zerstören.
In den Augen westlicher Politiker sowie deren williger Helfer, die anti-linken Deutschen beispielsweise, von denen man immer zu hören bekommt, dass man irgendwie ein Rassist ist oder ein Antisemit. Ja, ich habe einfach keinen Bock mehr, mir das von irgendwelchen scheiß weißen Deutschen anzuhören. Danke. Das war jetzt gut. Also, in den Augen westlicher Politiker sowie deren williger Helfer handelt es sich also um einen neuerlichen Militärschlag von Seiten Israels und es handelt sich um eine legitime Selbstverteidigung. Ich glaube, das hat auch Merkel diesmal wieder gesagt. Das Argument ist so schlicht und so dumm wie falsch, also muss man das eigentlich auch gar nicht wiederholen. Nur so viel zum Schluss. Israels Fähigkeit, den Überfall auf ein Gebiet, das es besetzt, als legitime Verteidigung gegen ein fremdes Territorium darzustellen, verkehrt internationales Recht vollkommen ins Gegenteil. Nach internationalem Recht kann ein Staat nicht gleichzeitig ein Gebiet, das es besetzt, kontrollieren und es militärisch angreifen und dabei behaupten, im Sinne der nationalen Sicherheit zu handeln. Der Gazastreifen ist kein fremdes Gebiet, gegen das sich Israel verteidigen kann. Gaza steht unter israelischer Herrschaft, unter der Militärbesatzung Israels. Selbst wenn man den Abschuss von Raketen auf israelisches Territorium verurteilen mag, so ist festzuhalten, dass Israel über eine Raketenabwehrsituation verfügt und sich in diesem Krieg wieder einmal das Recht des Stärkeren enttarnt, der sein eigenes Recht schafft und unzählige Unschuldige in den Tod reißt, deren einziges Verbrechen es ist, als Palästinenser in einem riesigen Freiluftgefängnis geboren zu sein, ohne einen deutschen Pass zu haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich will noch dazu sagen, Donnerstag 17 Uhr sind wir hier. Kommt vorbei. Solidarität mit den Menschen in Gaza. Danke.